möchte einfach eine Roleplay-Geschichte, wie es kommt, dass du mit ihr und so da shit, Herr B. Verlag. Okay, ja, ich hab jetzt gerade die Aufnahme gestartet. Dann kann ich nochmal kurz erklären, worum es geht. Ja. Ich bin jetzt LPD, leitender Polizeidirektor der Schutzpolizei in Altes, Bundesregion. Ja, du und musst. Ich laufe jetzt vom Polizeipräsidium zum Krankenhaus, um mich dann vom Krankenhaus zum Polizeipräsidium fahren zu lassen. Mhm. Und so warte ich aber auf jeden Fall noch, bis ich und Schuss auf Position sind. Keine Ahnung, wie lange es bei Schuss noch dauert. Ja, die Frage ist auch, wie schnell mich Sammy erkennt. Was? Die Frage ist auch, wie schnell mich die Sammy erkennt oder weiß ich, von wer ich bin. Ja, sie hat schon sich so gedacht, als ich davon erzählt habe. Ah gut, dann sehen. Aber hat sie gesagt, sie hat dich vermisst und ob sie deine Telefonnummer haben kann. Dann sagte ich, dass Jules das bestimmt nicht witzig findet. Und dann hat sie gesagt, stimmt, das macht man andermal. Das ist ein Rutschlei. Okay, gut, dass ich das aufgenommen habe. Mhm. Oh, verdammt. Nee, ich hab keinen Red Bull dabei. Red Bull. Das macht nichts. Das macht nichts. Das sollen dir deine Cop-Kollegen ausgeben. Ah, ja, ich muss jetzt mal schauen, wer da ist und die möglichst arrogant und herablassend zu handeln. Ich hab mir jetzt mal vorgenommen, da steht schon Wagen. Dass ich die Kleiderordnung teste und dann mache ich eine Roomtour. Da ist schon. Ich glaube, es geht los. LOL! Überfährt mich erstmal. Ja, wer hat dich überfahren? Sammy. Sammy. Ich grüße Sie, ich bin der leitende Polizeidirektor des Westfälischen Quadranten der Schweiz. Mir wurde gesagt, Sie könnten mich zum Polizeipräsidium fahren. Hier fährt ein Strider rum. Hilfe. Oh Moment, ich hab sie gerade gar nicht. Ich bin direkt am Kopf-HQ gespawnt, hier vor dem Kopf. Mir wurde gesagt, dass Sie mich zum Polizeipräsidium fahren könnten. Ich bin der leitende Polizeidirektor. Ja, das kann ich gerne machen. Und möchte eine kurze Stiftvisite. Okay, dann. Machen. Natürlich, dann steigen Sie ein. Ich hätte jetzt schon ein größeres Auto erwartet. Ein Hunter bei den Cops. Ein paar Rekruten, die rumgammeln. Wahrscheinlich eine Hellcat. Und die können ruhig die Geschwindigkeitsbeschränkungen ignorieren. Und Sie sind der Polizeipräsident oder was war das? Leitender Polizeidirektor des Westfälischen Quadranten der Schweiz. Okay. Sie dürfen ruhig die Geschwindigkeitsbeschränkungen ignorieren, hier geht es wirklich nur ums Tempo. Naja, entspannen Sie sich. Was macht der Tempo übrigens? Nicht, dass Sie noch einen Herzinfarkt kriegen, dann müssen wir wieder zurück zum Krankenhaus, Kennt verstehen Sie? Das Tempo. Ach, mit Ihnen an meiner Sicherheit geht fühle ich mich viel sicherer. Das ja, das glaube ich Ihnen. Ja, ja. Darf ich mir das da mal angucken? War der Kollege... Shit, warum hält der Hunter direkt vor meinem Haus? Ja, ja. Wenn der jetzt da reinfährt, gell, dann ich schon Einen Moment! Wird bei mir okay. Von SUV... Da ist schon mal Weißgold, Sirius kenn ich nicht. Weißgold wird mitspielen. Weißgold ist schon Oh nein! Schön. Erstmal einer tot. Du hast ihn umgebracht! Oh nein, Vlado, was machst du mit deinem Kollegen? Trolls sind auch. Oh Mann, die hat einen Offroader rausgeholt, warum denn kein SUV? Ja, ich muss es ihr noch sagen, was das soll. Ich hätte schon erwartet, so als leitender Polizeidirektor. Warum ist ein Deppinger jetzt Krupp geworden? Weil es RID nicht mehr gibt. Schönen guten Tag. Das Schade ist jetzt etwas aus, weil kannst du volle Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Ich muss kurz rüberlaufen vor einem Haus. Ja, ich habe hier gerade ein Problem, weil wir haben einen Patroller vorm Dingens, die jetzt von dem Kopfkörnchen werden. Und einer wurde noch umgefahren, sodass Sammy jetzt auch noch zu tun hat. Hier ist schon Chaos, bevor ich da bin. Moment, ich höre gar nichts. Ist genau der gleiche Helm. Ja, ja, ich guck. Also jetzt nur wenn ich auf dem Server bin. Shit, ich höre ein Kopfauto. Wenn die mich jetzt sehen, dann muss ich sie erschießen. Das Bild jetzt ganz genau. Shit, Mann, mit dem Gear mache ich keine Faxen. Das gleiche Motiv. Ich bin jetzt an einer mittelguten am Strand entlang laufe ich gerade, Taucherhändler vorbei. Ein schwarzer Lederanzug, ein Motorradhelm mit einem schwarzen Visier auf dem Foto, ja?
Und jetzt gucken Sie sich bei mich an. Die reden hier alle durcheinander, ich verstehe gar nicht. Drüben, Richter? Ja. Wollen wir einen Schritt gehen? Du weißt, was Baiten ist, oder? Sag mal, wie wird der Nein, nein. Ja, was mit Angeln zu tun. Die kennen sich ja jetzt umgezogen. Ich habe gerade ein Problem, Sammy zu verstehen. Ja, wie soll ich mit dem gucken, Ihr Kollege, Herr Weingold, steht hier. Damit ihr reinfahren darf. Aber egal, ich verkläste dann auch. Ja, versuch sie, ich glaube, dass das wahrscheinlich gar nicht ankommen wird, aber versuch es einfach mal. Baiten heißt normalerweise irgendwie rausziehen, oder? Bei Dota 2 ist das doch eine Taktik. Habt ihr das in DC nie genutzt? Habt ihr im Squad gespielt, oder? Eher so... Ja, Baiten ist das... wenn dein Kollege aufs offene Feld raus im Zickzack läuft, dass der Sniper auf ihn schießt. Ja, entschuldige. Ich hab mir jetzt einfach nur Sammys Auto ausgeliehen, wenn ich alleine bin. Weil er einen Unfall hatte. Okay. Ich denke mal, es ist in Ordnung, ne? Steht ja jetzt hier, also. Ich würde sagen, ja, ich okay. Einen wunderschönen Tag noch. Ja, ihn auch. Herr Vlado, auf ein Wörtchen bitte. Ein halbwegs im Lado. Ja, wie Sie vielleicht sehen, ich bin der leitende Polizeidirektor des westfälischen Quadranten der Schweiz. Ich habe mich angemeldet zur Stippvisite Ihrer Bereitschaft in Altis und ich würde gerne dem höchstrangigen Offizier vorgestellt werden. Könnt ihr ihn jederzeit ja, ich folge Ihnen. Nee, der rennt ganz schnell. Nicht von Sammy überfahren. So sehe ich ihn nicht, shit. Ach Mist, jetzt habe ich Sammy nicht als Assistentin. Ach, ja. Dann könnt ihr dir mal schreiben, dass sie zurückkommen soll, weil ich die Assistentin brauche. Deshalb braucht ihr jetzt Assistentin irgendwie. Ach so, der ist gerade in einer Besprechung. Dann werde ich mich einfach ins Wartezimmer setzen. Ah, da kommt er ja schon. Kannst du die Truppe ein bisschen vom Eingang wegpullen? Nicole, kannst du sie nicht moven, oder? Bist du da hier, oder nicht? Hallo. Ich grüße Sie, ich bin der leitende Polizeidirektor des westfälischen Quadranten der Schweiz. Ich bin zu einer Stippvisite hier, um die Bereitschaft in Altis zu testen, ob alles nach Reglement abläuft, ob die Kleiderordnung stimmt, wie alles geordnet ist. Ob ja, sie auch den Datenschutz und die Datensicherung einhalten und möchte deswegen einfach mal die Hauptquartier kontrollieren, ein bisschen mit ihren Mitarbeitern sprechen, wie das soziale Verhältnis zwischen den Mitarbeitern ist. Und ich hoffe, Sie haben auch meine Anmeldung schon bekommen. Ich wurde ja von meinem Chauffeur hergefahren. Chauffeur! Alter! Kollege! Sammy, komm mal zurück, ich brauche dich als Assistentin. Ja, was soll ich machen? Hörst du gleich, ganz ruhig. Okay, habe alles im Blick. Ich verstehe sie gerade ganz schlecht, während sie den Michael Jackson macht. Also, ich habe da nichts dagegen gesehen, dass einfach... Echt kranker Typ? ...jeden Befragen kontrollieren. Dann werde ich einfach mal mit meiner Assistentin eine Roomtour machen. Und später noch mit ein paar ihrer Kollegen sprechen. Abgeklärt runtergenommen wurde. Eine Rundtour. Machen wir das. Dass ihr Rucksack genommen wurde? Sammy, komm. Nein, dass der Fußgeld runtergenommen wurde. Bitte immer einen Meter hinter mir gehen. Man muss anerkennen, dass ich der höhere Anliege bin. Willst du mich verarschen? Ich will Sanität haben. Hilft nichts, dass ich der höhere Anliege bin. Haben die dir jetzt die Waffe nicht abgenommen? Nee, ist alles in Ordnung. Ich soll mich gut umschauen. Sammy, du bist doch irgendwas mit Chemikerin. Nicht ganz, aber egal. Was ja, ich weiß, was du bist, aber ich will es nicht sagen. Fallen dir gerade zufällig irgendwelche giftigen Staubpartikel ein? Oder irgendwelche Schwermetalle können dann irgendwie so in der Luft sein? In der Luft? Ja, oder hier im Raum. Wir schauen uns jetzt alle Räume an. Schwefel halt. Auf jeden Fall Schwefel. Also, die Zimmer sind dreckig, chaotisch. Essensreste, Ratten, Mäuse, Blei, stark verkalktes Wasser. Was gibt's noch? Die SEK-Leute juckt es irgendwie überhaupt nicht. Der läuft da draußen ums Haus herum. Was? Weißt du, wie die Platten hießen bei dem einen Haus, die giftig sind, wenn die zerbrechen? Ach, aber die Asbest, hier
Asbest? Asbest? Ja genau, die man in der Schule noch hat. Manchmal. Okay, echt? Sammy mag dir eine Liste schreiben, damit du es nicht vergisst und du darfst es dann aufzählen. Und wir werden die ganz, ganz hart. Ich habe keinen Fallschirm dabei, scheiße. Okay, was? Sammy, kannst du. Sammy, du fährst jetzt in die Stadt, kaufst mir einen Fallschirm und machst eine Liste an Dreck, Staub und giftigen Substanzen, die wir hier gefunden haben. Meeting oben auf dem Dach in 5 Minuten. President der Police kommt, Mark. Nein, ich schicke gerade nur Sammy los, damit sie mir einen Fallschirm holt, damit ich vom Dach springen kann. Nein, ich will dir doch irgendeinen anderen. Ey, was ist denn das bitte? Die Rekruten fahren mit einem EMP rum auf dem Offroader. Ich kann doch nicht nur mit Rucksack runterspringen. Wie sieht es denn aus? Du musst überhaupt rumrennen. Er muss runterspringen und dann Warum? Wird er von einem Attentat umgebracht und dann macht nein, man die Leute. Nein, ich muss hier einfach die Sicherheit im Haus testen. Ob der Fallschirm, wenn man vom Dach springt, einfach griffbereit ist. Klingt logisch. Ist der Fallschirm eigentlich weg, wenn du ihn einmal benutzt hast oder nicht? Ja, ich weiß es nicht. Na gut, Sammy, dann machen wir das nicht. Dann machen wir es ohne Fallschirm. Oh, buh. Giftige Chemikalien, Schwefelsäure, ja, hochkonzentriert. Quecksilber auch. Quecksilber. Also, einige zerbrochene, wie heißen die, Energiesparlampen. Thermometer, die alten. Stimmt, die auch. Aber warum hat ein Polizeipräsidium alte Thermometer? Ja, die müssen auch mal ihre Temperatur messen, wenn sie krank sind, Fieber. Okay, du hast den Doktortitel. Oder zu schnell. Warte. Das darfst du entscheiden. Wär's mit Spritzen, die da einfach rumliegen, warum auch immer. Warte. Oh, ich muss mir kurz überlegen, was ich jetzt warte, denen sag. Warte, in den Räumen hier riecht's nach Cannabis. Na, ich glaube, das geht wirklich zu weit. Warum? Ja, du kannst denen doch jetzt nicht vorwerfen, dass sie illegalen Drogenkonsum machen. Das ist ja völlig in Ordnung, wenn es einfach alles veraltet ist, das Wasser durch die Decken tropft, die Arbeitsbedingungen einfach beschissen sind. Warte mal. Aber dass sie hier illegale Aktivitäten haben, das. Ich glaube, das geht zu weit. Vitamin A-Säure ist auch. Giftig. Ätzend, das ist stark ätzend, aber weiß nicht. Weiß giftig und ätzend ist doch das gleiche, Sammy. Naja. Also ich glaube, das reicht. Nein, warte. Ich möchte jetzt erstmal mit der Putzfrau reden. Oder mit dem Praktikanten, wer das hier halt gerade macht. Ja, also ich werde ihm jetzt erstmal von heftigen Mängeln erzählen. Die darfst du dann aufzählen. Und dann sprechen wir mit einem möglichst niedrigrangigen und stauchen ihn ziemlich zusammen. Sag einfach, wenn du bereit bist. Ich guck mich mal unten. Tschüss, wo bist denn du? Am Haus. Dann liegst du. Warum läuft denn das Ganze Mann, nicht? Es gibt noch ein richtig. Fällt der scheiß Name nicht ein. Ja, so perfekt müssen wir jetzt nicht sein. Komm mal runter. Es sind irgendwie gar keine Cops mehr da, die sich um euch kümmern. Ihr lauft sogar irgendwie alleine rum. Ja, fällt mir gerade auf, weil ich habe mir gerade überlegt, ob ich jetzt irgendwie am Hafenbecken entlang rennen soll und irgendwie rausrennen, in Beton fasern soll. Rausrennen und zum fast zur Schranke rüber, da liegt ein toter SEK. Der Weißgold hat dann immer schon wieder Disconnect. Da liegt hier repariert jemand was. Da liegt eine Waffe, eine Weste und volles SEK-Equipment rum. Ah, ich werde das jetzt mal in Ruhe lassen, solange ich im Roleplay bin. Seriously? Da hinten läuft der Mark rum, glaube ich, in seinem Ghillie-Suit. Ah ja, da läuft Boden rum. Mhm. Boden wird mir angezeigt. Okay, Kisten. Vehikel-Ammo, okay. Das kann sie jetzt aber wirklich nicht direkt vom Polizeipräsidium lagern. Okay. Was habe ich mir jetzt kurz notiert? Also. Schimmel.
auch giftig. Wenn er richtig krass ist. Es gibt noch besseres. Mark fliegt mit seinem Helikopter weg. Bullshit. Okay, jetzt kommt aber ein Kopf. Lauf hin und sag, dass du mit dem Präsidenten sprechen möchtest. Lade, komm. Warte noch ein bisschen. Also wir haben Risse im Beton im Hafenbecken. Was? Ich gehe oben auf den Berg. Richtig Premium. So, ja, jetzt kommen die ganzen Kopf. Wo ist der Berg in Richtung Burg? Warum hat der eine Kiste hinten drauf? Das ist das EMP-System. Mit dem Ding fuck on a Recruit Room. Mit seinem Offroader. Das finde ich nicht sehr teuer. Weil mit dem Screenshot. Warum? Was können die mit den Dingern machen? Alles anhalten. Von Heli über Hemd zu Sport, immer instant lahmlegen. Okay. Mach einen Screenshot. Rum. Ja, ich weiß es eben nicht, welcher Wagen wo steht. Lass sie stehen bleiben. Lade verliert Verbindung, okay. Ich würde sagen, da können wir uns gleich einen EMP Offroader klauen. Cloud Surfer. Humming Work, komm wieder zurück. Nein, er lädt das Ding ab. Der hat doch gerade die Verbindung verloren, oder was war das denn? Der Scheiben zertrümmert. Der Typ fliegt irgendwie eine Crew bei, oder? Was sind denn das für Zustände hier, wenn sie einfach mit der Hack in das Haus reinfahren und die Scheibe zertrümmern? Er sitzt zum Landeanflug an. Dann Heli landet das bei den Cops näher, fliegt ein Stück weiter. Fliegt an euch ran. Möchte ganz cool sein und tief fliegen.